Wir wollen uns heute grundlegende Gedanken über das Tai-Chi-Prinzip machen. Grundlegend in dem Sinne, wie kann ich das Tai-Chi-Prinzip ganz praktisch in meiner Übung wirklich umsetzen für alle Ziele der Kampfkunst, der Philosophie und auch der Gesundheit und Spiritualität. Dann kam 1887 bis 1957 Chen Fa Ke, ebenfalls nach Peking, unterrichtete dort Chen-Stil. Der heutige Vertreter dieses Familienclans in der 19. Generation ist Chen Xiaowang. Seine Aufgabe ist es nun, den Chen-Stil weltweit zu unterrichten. Alles in der Welt der Wandlung, des Wandelnden, das heißt des Vergänglichen, des Nicht-Endlichen, unterliegt diesem Tai-Chi-Prinzip. Ob ich schief oder krumm oder aufrecht gerade stehe, Dantian bleibt am selben Ort. Die Frage ist nur, je nach besserer oder schlechterer Körperhaltung, wie effektiv Dantian sein kann. Simpel ausgedrückt, ist der Stecker in der Steckdose oder nicht? Kann ich innerhalb der Schulter versuchen, von innen heraus noch einmal zu lösen? Dadurch erfahre ich diesen Moment des Öffnens. Weiter üben, immer wieder versuchen, auf sanfte Weise mit dem Bewusstsein in diese Bereiche zu gehen, mit der Zeit Zugriff zu diesen Bereichen zu bekommen und dann in einer Weise bewegen zu können, wie ich es vorher noch nicht konnte. Dadurch, dass wir öffnen und lösen, entsteht die Geschlossenheit des Körpers. Diese Bewegung soll so aussehen, ja, dass der Körper in sich gelöst, entspannt, aber in der korrekten Struktur arbeitet, wenn ich meine Position richtig mache, Schulter zu Hüften verbinde, Ellbogen zu Knie, Hände zu Füßen und die Gegenpartei schiebt, wird es mir ohne einen Aufwand möglich sein, dass diese Person sich einfach nur selber wegschiebt, weil sie gegen meine Struktur nicht ankommt und deshalb sich mit ihrer Kraft selbst von mir abstößt. In der Selbstverteidigung, wenn ein Schlag kommt und ich habe diese Struktur nicht, dann wird dieser Schlag entweder durchbrechen oder mir mein Gleichgewicht nehmen. Anders sieht es aus, wenn die Struktur das hält. Wenn ich mit Gewalt versuche, das durchzudrücken, schiebe ich einfach auf seinen Körper. Und jetzt ist eine große Kraftanstrengung notwendig, um eventuell zaghaft zu einem Erfolg zu kommen. Dann das Ganze intelligenter zu lösen ist, indem ich nicht auf ihn schiebe, sondern durch ihn durchschiebe. Durch ihn durch bedeutet, dass ich genau spüren muss, wo sind seine harten und weichen Stellen, wann wechselt er, wie er versucht, sich auf mich einzustellen. Also wird er auch innerhalb meiner Bewegung wechseln. Doch da muss ich ihm zuvorkommen. Ganz nach dem anderen klassischen Satz, der Gegner bewegt sich nicht, ich bewege mich nicht, der Gegner bewegt sich, ich bin schon da. Und dann sieht es wieder so aus. Eine sehr leichte Bewegung. Wichtig für das erfolgreiche Arbeiten ist ein klares Verständnis dieser drei Stufen. Die erste Stufe, der Korrektheit der Bewegung. Zweitens, das Beibehalten der Struktur. So wie wir uns die Struktur in der stehenden Säule ausarbeiten, muss ich sie in einer Bewegung, später dann auch mit Schritten, beibehalten können. Diese beiden Bedingungen, dass die Bewegung korrekt sind, die Struktur beibehalten bleibt, das ist die notwendige Voraussetzung für die dritte Stufe, für die Energiearbeit. Es ist wie, wenn ich einen Gartenschlauch im Garten verlege, aber ihn nicht korrekt verlege. Das heißt, er ist an bestimmten Stellen geknickt oder es liegt irgendwo ein Stein auf dem Schlauch oder so. Das Wasser wird nicht durchfließen können. Erst wenn ich den Schlauch so richtig im Garten verlegt habe, dass er nirgendwo behindert wird und dann auch so ausgelegt habe, dass das Ende vom Schlauch dahin gerichtet wird, wo ich das Wasser haben möchte. Erst dann macht es Sinn, den Wasserhahn aufzudrehen, sodass das Wasser ungehindert durch den Schlauch fließt und dorthin gesprengt wird, wo wir das Wasser haben wollen. Jetzt entsteht nicht der Energiefluss durch die Bewegung, sondern die Bewegung entsteht durch den Energiefluss. Jetzt bin ich natürlich therapeutisch, gesundheitlich auf einem sehr viel höheren Niveau und es ist auch kampfkünstlerisch einsetzbar, weil selbst wenn der Gegner uns an Bewegung hindern sollte, wird er diese Behinderung nicht aufrechterhalten können. Wo ich im Push-Hands oder in der Selbstverteidigung im Kontakt mit einer anderen Person diese aus dem Gleichgewicht bringe, beziehungsweise das Ungleichgewicht dieser Person weiter verstärke, mache ich das in der Therapie genau umgekehrt. Es ist dasselbe Prinzip, dasselbe Können, dieselbe Fähigkeit, nur Plus und Minus werden vertauscht. Das heißt, jetzt durch Berührung fange ich an, Blockaden nicht zu setzen, sondern aufzulösen und in der notwendigen Weise mit den bisher besprochenen Punkten
verbundenen Gesundheitsentwicklung, weil der Körper und Geist in eine hohe Form der optimierten Fähigkeit zurückgeführt wird, in seine Natur zurückgeführt wird und alles in und an uns optimal arbeiten kann.